Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Vergenossenschaftlichung ist im Sprech der Jusos nur die etwas sympathischere Variante der Verstaatlichung. Beide Bezeichnungen stehen für Kollektivismus übelster Art. Über den nachzudenken war bisher nur Sozialisten des äußersten Linken und des äußersten rechten Randes überhaupt bereit. Christliche, freiheitliche und patriotische Demokraten. Christliche, freiheitliche und patriotische Demokraten respektieren unser gemeinsames Selbstverständnis der Freiheitsrechte individueller Bürger. Unser Grundgesetz dient auch und besonders dem Schutz unseres individuellen Rechtes auf Selbstbestimmung und Freiheit gegenüber dem Staat. Der üble Tabubruch des Sozialismus war und ist es, die Freiheitsrechte der Bürger als Verhandlungsmasse zu betrachten und sie sukzessive zu zerstören. Bekennende Vordenker der Beschneidung unserer Verfügungsrechte heißen heute nicht mehr Marx und Engels, sondern Kühnert und Habeck. Deren Dreistigkeit lässt sie glauben, ihre eigene Wertehaltung sei so überlegen, dass man sie getrost anderen auch aufzwingen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sozialismus schützt keine Freiheitsrechte, er zerstört sie. Islamismus schützt keine Frauenrechte, er unterdrückt sie. Und Totalitarismus schützt keinen Rechtsstaat, sondern wirkt in alle sozialen Schichten hinein, um das Individuum auszuhöhlen und einen dem System konformen Menschen zu erziehen. Keines dieser drei Schicksale hat unser bayerischer Freistaat verdient. Wir als die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichteten Abgeordneten der AfD widersetzen uns allen Bestrebungen zur Enteignung von Privatbesitz und auch allen zur Kollektivierung von Kapitalgesellschaften. Wir fordern Schutz unserer bereits fragilen Sozialsysteme vor sogenannten Flüchtlingen, die staatlich alimentiert die Situation auf dem Wohnungsmarkt entscheidend verschärfen. Wir fordern Schutz unserer Automobilindustrie vor unqualifizierten Dieselbashing und vor abstrusen Elektromobilitätsfantasien. Wir fordern den Ausstieg aus der Energiewende ohne technische Tabus, aber dafür mit dem Ziel wettbewerbsfähiger Strompreise für Wirtschaft und Verbraucher. Denn auch diese drei Verhaltensformen sind letztendlich eine Enteignung der Bürger durch den Staat. Solche und ähnliche Forderungen empfehlen wir zu bedenken, denn sie begründen und präzisieren unseren freiheitlichen Rechtsstaat und sind geeignet, die Bürger vor Irrwegen jedweder Art zu bewahren. Unseren beiden zitierten und im verklärten DDR-Romantizismus gefangenen sozialistischen Knaben hingegen empfehlen wir bei der SPD-eigenen Medienkrake DDVG, das geplante Exempel der Enteignung zu statuieren. So bleiben dann die freiheitlich denkenden Menschen zumindest von den dort verbreiteten kryptokommunistischen Inhalten verschont. Lieber über Kryptokommunismus, denn den sehe ich auch hier. Den Antrag der Freien Wähler lehnen wir ab, obwohl wir wissen, dass in deren Reihen genug Abgeordnete sind, die zum Teil etwas abstrusen Äußerungen des Kollegen Pohl nicht teilen. Den Antrag der SPD, den lehnen wir nicht zuletzt deswegen ab, weil diese Partei sich mit einer sozialistisch geprägten Stadtverwaltung hier in München solidarisiert, die versucht, unsere AfD in ihren Freiheitsrechten zu beschneiden. Dankeschön. Dankeschön, Herr Abgeordneter Böhm.